König von Israel, mit einer schönen Königin, der ging in den Tempel des Baals, des Götzen Baals, in der Hauptstadt von Samarien. Stolz hat der König Ahab den Tempel angeguckt. Wow, den hab ich gebaut. Ist das nicht ein cooler Tempel für unseren großen Götzen Baal, der uns überleben lässt. Das war ein toller Erfolg. Ahab und seine Königin, die Isebel, die haben sich gefreut, hatten einen schönen Tag und sind am späten Nachmittag wieder heimgekommen in ihren Palast. Schon am Eingang, da hat ihn einer seiner Diener erwartet. Oh, mein König, ein Mann wartet schon lange auf Sie aus der Provinz Gilead. Ach, meinte der König Ahab, von so weit her, das ist doch am Ende der Welt, Gilead, mitten in der Wildnis. Der will bestimmt wieder irgendwie Geld von mir, aber ich bin heute guter Laune, führe ihn in den Thronsaal und dann soll er sagen, was er von mir will. Isebel, gehst du mit? Ja, ja, ich bin mit, hat Isebel gemeint. Und dann sind sie zusammen in den Thronsaal gegangen, haben sich majestätisch auf ihren Thron gesetzt und dann hat der Diener diesen Mann reingerufen. Diesen Mann. Und der Diener hat gesagt, hier kommt Elia aus der Provinz Gilead. Und der ist reingekommen, hat nur eine Verbeugung angeneigt, so, und ist dann schnurstracks auf den König zugegangen. Ich meine, normalerweise, der König hat sich ein bisschen geärgert, ne? Denn normalerweise, wenn irgendjemand was von ihm will, dann macht er das so, ach, lieber König, schenk mir doch was. Und wir hatten nur Guck, und dann ist er schnurstracks auf den König zugegangen. Der König hat gesagt, König, Elia, was willst du denn, Elia aus Gilead? Was kannst du, soll ich dir geben? Und der Elia ist auf den Hingegangen, er hat gesagt, ich bin Elia aus Tischbe, aus Gilead. Und ich bin ein Prophet des einzig lebendigen Gottes Israels, den es gibt, den Gottes der Bibel. Okay, der Ahab, der hat ihn groß angeschaut mit großen Augen und hat dann gemeint, oh meine Güte, mein lieber Junge, aus welchem Jahrhundert bist du denn? Ich meine, einzig lebendigen Gottes, den es gibt, das ist doch unser großer Baal, der Gott Israels aus der Bibel. Ich meine, den hat man früher mal verehrt, aber den gibt's doch gar nicht und der hilft doch gar nicht. Unser Baal, der hilft uns zum Überleben. Naja, aber was soll man schon erwarten von Leuten, die aus Gilead kommen, irgendwo ganz in der Wildnis da drüben? Das sind halt so Hinterwäldler. Also, was willst du? Der Elia hat sich hingestellt. König Ahab, ich will überhaupt nichts von dir. Gott schickt mich nämlich zu dir. Ich bin ein Prophet des einzigen Gottes und wir werden sehen, wer für das Überleben von uns Menschen sorgt, ob das Baal ist oder ob das Gott ist, der Gott der Bibel. Und im Auftrag Gottes soll ich dir sagen, es wird in den nächsten Jahren nicht mehr regnen, bis Gott es durch mich wieder sagen lässt. Da war erst mal Stille. Der König, aber der hat sich gedacht, der hört nicht richtig. Ja, meine Güte, der will gar nichts von ihm, sondern der was, sowas von ungehobelt, ne? Der Ahab, der sprang auf, was? Du wagst es mir zu drohen, meine Güte? Weißt du nicht, dass Baal unser Gott ist im ganzen Land? Du wagst es, ihn herauszufordern, wer fürs Überleben von uns zuständig ist? Da wirst du unterlegen mit deinem Gott der Bibel, das sage ich dir jetzt schon. Du wirst umkommen und wir werden überleben, weil wir den Götzen Baal haben und anbeten. Da werden wir was sehen. Ja, mein König, wir werden sehen, ob Baal für unser Überleben sorgt oder ob es Gott ist, der für unser Überleben sorgt. Egal, wo wir sind und wie es uns geht. Wir werden sehen, du wirst von mir hören und tschüss. Und Elia dreht sich um und marschiert einfach, ohne sonst noch was zu sagen, ohne sich zu verbeugen, auf mich geregnet hat. Wochen über Wochen hat es nicht geregnet.
Und irgendwann ist in dieser, er hat schon Sorgen gehabt und die Bauern haben sich schon beschwert, was denn regnet und sie haben wieder gebetet und irgendwie hat alles nichts geholfen, ja. Und da ist ihm dieser Elia wieder eingefallen und er ist wieder richtig zornig gewesen. Er hat, wir wollen Hauptmann, komm sofort her zu mir, holt den Hauptmann. Und dann haben sie den Hauptmann geholt. Das war der beste Soldat des Königs. Und er hat ihm befohlen, der König, Hauptmann, du bist mein allerbester Mann. Und ich möchte, dass du mir diesen Elia aus Tischbe in Gilead, dass du mir den Tod oder lebendig wieder bringst, verstanden? Der Elia gerade auf seinem Acker gearbeitet. Ja, was hast du gearbeitet? Er wusste ja, es wird nicht regnen, also wird auch nichts wachsen. Die Bohnen, die er im Herbst gepflanzt hat, als er das noch nicht wusste, dass Gott nicht mehr regnen lassen wird, die hat er wieder rausgerissen. Macht einfach keinen Sinn. Er wollte seinen Acker wieder vorbereiten auf die Zeit, wo es wieder regnen würde. Und das hat er gemacht. Und er hat sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ne? Der Brunnen im Dorf, das Wasser ist immer tiefer und tiefer gesunken. Puh, wie das werden wird, wie er überleben wird, was er essen soll und trinken. Aber er wusste ja, Gott war für sein Überleben zuständig und er würde es schaffen, auch wenn sonst nichts mehr da war. Auf einmal hat er eine Stimme gehört. Elia, Elia! Und er ist erstmal zu Tode erschrocken, hat sich umgeblickt, aber dann hat er schnell gecheckt. Das war ja Gottes Stimme. Das war ja Gottes Stimme. Und Gott hat zu mir, und er sagte dann, ja, ich höre, was willst du mir sagen? Elia, der König Ahab lässt dich suchen durch seine Soldaten. Die kommen jetzt zu dir und sollen dich tot oder lebendig zu ihm bringen. Oh, du liebe Zeit, Elia ist aber schon. Nein, die Soldaten, was soll ich denn machen? Ich bin doch kein Krieger, ich bin doch nur ein Bauer. Lieber Gott, schütze du mich, schenk doch, dass ich überlebe. Dann hat Gott weitergeredet. Elia, geh nicht mehr zurück ins Dorf, sondern mach dich sofort jetzt auf den Weg zu dem Bach Krit und versteck dich dort. Und ich werde dich durch Raben versorgen. Der Bach Krit, der Bach Krit. Wo war denn? Ach, und dann fiel es dem Elia wieder ein. Der Bach Krit, der floss gar nicht so weit weg von seinem Dorf. Richtung Jordan, so ein kleiner Bach, durch eine enge Schlucht und deshalb gab es da auch keinen Weg, der da durchführte. Es war ein super Versteck. Sie war als Jugendlicher, da war er mal mit seinen Kumpels dort, ja, haben die Schluchten mit dem Krippel, dem Bach Kripp ausgeforscht und da haben sie sogar eine Höhle entdeckt. Und er machte sich sofort auf zu dem Bach Kripp. Machte sich sofort auf. Und hat sich da über die Steine und Stock und Steine, über das Gestrüpp und Felsbrocken geklettert, bis er endlich diese Höhle erreichte. Da ging es da runter in das Tal. Ja, und da war es da richtig schwierig zu gehen. Und endlich hat er die Höhle erreicht an die er sich erinnert hat. Hier wird er bleiben. Mittlerweile waren die Soldaten ans Dorf rangekommen. Haus direkt daneben. Und er konnte Wasser trinken und hat sich erstmal sein Lager in der Höhle aufgebaut. Hat die Steine ein bisschen weggemacht, dass er schön flach liegt. Und dann hat er sich Schilf und Grasbüschel geholt und ein bisschen Moos, dass er auch gut liegt. Und dann hat er sich hingesetzt. Aber was soll ich denn essen? Oh, lieber Gott, sein Magen, der hat immer noch lauter geknurrt, als er das Wort Essen schon gesagt hat. Ihm ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Was soll ich denn essen in dieser Wildnis? Da gibt's ja nichts, nur ein paar Büsche und ein paar Steine, aber sonst nichts. Da gibt's keine Obstbäume, da gibt's keine Pilze, da gibt's nichts. Einmal hört er, ha, ha, ha. Ein riesiger Schwarm von Raben flog ganz tief diese Schlucht entlang, immer den Windungen entlang, direkt am Flussufer. Boing, flog ihm irgendwas auf den Kopf und kullerte rum. Der Elia ist richtig ärgerlich geworden. Warum, Mann, was soll denn das? Jetzt schmeißt du schon mit Steinen nach mir, oder was? Und er hat sich gebückt, hat dieses den Stein aufgehoben und wollte ihn zu den Raben hochwerfen. Und dann hat er gemerkt, das ist ja gar kein Stein. Und er hat sich ein bisschen genauer angeguckt. Das riecht wie Brot.
Und es schaut aus wie Brot. Das ist Brot. Es ist nicht Kuli, aber Brot. Und weil er so Hunger hat, hat er gesagt, oh lieber Gott, ich danke dir, dass ich jetzt ein bisschen Brot habe. Und hat sofort gefuttert. Und boing, au, ab, schon wieder. Mensch, was schmeißen die da nach mir? Und er duckt sich wieder. Das ist wieder kein Stein. Das ist gebratenes Fleisch. Das ist eine Lammkeule. Ein Stück von der Lammkeule. Der schmeckt richtig. Wir haben es gleich gefuttert und dann aus einer Feldflasche getrunken. Oh, das schmeckt richtig lecker. Dann haben wir Wasser. Was könnte das sein? Fluss. Ein Fluss. Da habt ihr recht. Und was haben wir hier noch? Kreuz. Ein Kreuz. Für was könnte das Kreuz stehen? Für den Fluss. Sag mal. Für den Fluss. Das Kreuz? Für Jesus. Beziehungsweise für Gott. Wir werden es gleich herstellen. Und habt ihr gut zugehört, was der Gottfried erzählt hat? Ich habe mal die kleine Variante mitgebracht. Wer war das? Da haben die Raben. Der Rabe, genau. Da haben die Fleisch und Brot nach unten. Ja, sehr gut, sehr gut. Noch nicht alles verraten, genau. Das ist auf alle Fälle der Rabe, die kleine Version. Und mein blauer Umschlag. Was könnte da drin sein? Der Rabe ist von einem Spiel. Ja. Fleisch und Brot. Fleisch und Brot. Ich habe Brot. Wasser. Fleisch habe ich jetzt nicht. Mein Papa, da ist jemand halt mal voll unvorsichtig bei so einer Kreuzung, da hätten wir eigentlich Vorfahrt gehabt. Bei so einer Kreuzung und dann wollen wir da weiterfahren, aber der ist dann voll rein. Da war dann zu viel Platz zwischen uns. Oh, es war noch ganz, ganz knapp auf. Ja. Und was? Ich bin im mittleren Raum unten. Also ein Stock tiefer. Findet ihr. Ich habe jetzt alles im Keller, ich habe nichts dabei. Ich habe Stofftaschen zum Bemalen, kleine Stofftaschen. Da habe ich einige Muster, wie die ausschauen könnten. Da könnt ihr gerne in den Keller kommen. Ich bin bei den Steinschleudern daneben. Genau. Ich habe eine Sonnenuhr, genau wie man hier sieht. Und ich bin da drinnen. Also es funktioniert wirklich, natürlich nur wenn die Sonne scheint. Ja. Dann funktioniert sie auch. Okay. Ich habe so einen Stern aus Wäscheklammern. Und ich bin da unten. Ich habe einen goldigen Raben. Und ich bin unten neben dem Traumfeld. In mittleren Saal. Genau. Wir machen auch verschiedene Tiere aus so Papptellern und wir sind dahin. Ja, also lieber wie ein Schlüsselanhänger. Also der ist jetzt noch nicht ganz fertig, das gehört da jetzt nicht hin. Aber das sind so Schlüsselanhänger und wir sind da. Die Klammer können wir schon mal anfangen, wenn ich das so auseinander mache. Ja, wir machen nämlich dieses Teil weg. Wir machen jetzt hier ja okay. Ja, da bin ich eine Schokolade. Ja gut. Hier ist mein Teller und da kannst du es mal abzeichnen. Genau, einfach mal da unten steigen, okay? Super. Ist dann. Drehst du dich einmal so um, dass du den Schlüsselanhänger nach unten zeigst. So. Und jetzt nimm dir die Schnur. Und dann tust du hier mal so der Daumen an, so bei 4-5 cm. Tu mal hier so auffallen. Ja, schon. In der Mitte auch am besten, dann hält es besser. Schau mal, streich mal ein bisschen über die Mitte, genau. Damit überall ein bisschen Kleber ist. Und dann könnt ihr es drauf. Und ein bisschen links hin scheren. Ich brauche eine Schere. Du bist rechts. Ja, genau, ich hab die Heiler. Ja, schön nebeneinander. Happy. Und jetzt klebst du das da. So. Verstehst du, wie ich meine? Sehr gut. Einfach ganz nah aneinander, dass du das immer ein. Haben wir Nike gesagt. Natürlich auch mit den Kindern. Ja. Aber mit den Gruppenkindern. Also, das ist der Faden. Jetzt bleibst du. Na, so. Die zieht man ab, das ist ein Kleber. Vielleicht mit dem Daumen, so dass du festhalten. Soll ich das dann hier anfassen? Ja, genau. Und jetzt kannst du den kommen. Und dann wird es einfach Stückchen für Stückchen mit. So, dass er so steht wie der. Okay.
Ja? Das ist hier weg. Weiter zurück. Gott, du bist jetzt wieder da und da.